Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder im Vlog-Style. Ich wollte heute euch meine Wickeltischorganisation unter anderem zeigen und ein bisschen euch wieder durch den Alltag mitnehmen, denn Melina ist, wenn ihr das Video seht, ein Monat alt. Und dann wollte ich euch noch ein bisschen updaten und so weiter. Ja, vielleicht kann ich auch noch mal so ein komplettes Ein-Monats-Update für euch abfilmen, was sich so geändert hat in den letzten Tagen. Ich versuche heute schon ein bisschen was zu erzählen, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man das noch mal gebündelt hat in einem Video. Also falls ihr dazu Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ich werde auch auf Instagram noch mal eine Frage stellen. Und dann würde ich euch mal den Tag mitnehmen. Es ist 11.39 Uhr. Sie war heute Nacht ein Engel. Wirklich, vorgestern dachte ich mir so, oh mein Gott, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Also Haut-zu-Haut-Kontakt geht immer. Da beruhigen sich die meisten Babys. Und gestern waren 6, 7 Stunden unterwegs oder so. Nichts gesagt hat sie. Und ja, heute Nacht war sie echt super. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Also ich habe zwar eine Stunde gebraucht, um sie schlafen zu legen, aber 22 Uhr hat sie geschlafen. Bis um 2, also 4 Stunden. Dann hat sie kurz gemacht und sie auf der linken Seite gestillt. 5 Minuten, hat Augen zu dabei gehabt und so weiter. Und dann habe ich sie direkt wieder hingelegt, hat sie weitergeschlafen, 2 Stunden, wieder gemacht, rechte Seite gestillt, auch wieder Augen zu gehabt. Und dann ist sie um 6 nochmal aufgestanden, hat wieder 2 Stunden geschlafen, ist sie um 6 nochmal aufgestanden und dann war sie wach. Und dann habe ich sie, glaube ich, eine halbe Stunde, eine Stunde oder so bespaßt. Und das ist so süß, sie macht jetzt Dinge immer mehr bewusster und sie sieht auch mehr, habe ich das Gefühl. Und dann hat sie wieder geschlafen bis um 8. Dann habe ich auch geschlafen bis um 8. Also ich habe super geschlafen diese Nacht. Aber genau, jetzt schläft sie gerade. Sie macht ihr zweites Nickerchen. Also ich zähle dieses erste Nickerchen heute Morgen als erstes Nickerchen. Und jetzt macht sie gerade ihr zweites Nickerchen. Danach esse ich Mittag. Dann fülle ich meine Wimpern auf, denn die... Ja, also ich habe noch keinen Haarausfall. Es kann aber alles noch kommen. Viele haben es ja vielleicht so 2, 3 Monate rum. Aber Wimpernausfall ist for real. Und die Hebamme war gerade da. Alles super, alles gut. Melina wiegt fast 4,5 Kilo. Also sie hat seit der Geburt in den 4 Wochen fast einen kompletten Kilo zugenommen. Also sie hat ja erstmal abgenommen, 200 Gramm. Hat sie aber ganz schnell ihr Geburtsgewicht wieder erreicht. Ich habe mir jetzt vorgenommen, für Dezember zwar keinen Vlog mehr zu machen, aber wenigstens wieder 2-mal die Woche irgendwie schaffen, euch mitzunehmen in meinem Alltag. Und ja, es wird leider bei Baby-Content bleiben. Ich versuche ein bisschen Beauty mit einzublenden. Ich habe nämlich heute wieder eine Maybelline Tattoo Brow Session gemacht. Das heißt, ich habe Maybelline Tattoo Brow aufgetragen, einwirken lassen eine Stunde und das bleibt jetzt so eine Woche. Am Ende der Woche sieht es leider nicht mehr so geil aus, aber das reicht vollkommen. Dann male ich nur so ein bisschen das Ende nach. Ich zeige euch das Produkt gleich und dann bin ich echt gut und dann wacht man einfach mit Augenbrauen und Wimpern auf und ich fühle mich einfach... Ja, man fühlt sich einfach super fresh. Das hier ist das Produkt. Ich habe hier die Farbe Medium Brown. Das trage ich einmal auf, lasse es einwirken. Und ja, ihr müsst selber mal ausprobieren, ob das bei euch auch klappt, weil je nach pH-Wert der Haut kann es auch grün oder orange werden. Aber bei mir funktioniert das super gut. Und ich benutze das seit einem Jahr. Das ist jetzt meine 4. Flasche oder so. Heute Brot mit Marmelade. Das heißt, du wirst gleich Brot mit Marmelade irgendwie flüssig zu dir nehmen. Eine fresche Window for the Milena. Fresche Window, fresche Window. Who wants a fresh Window? Bevor du mir alles hier vollkommst, werde ich für ein Lätzchen nehmen. Bevor wir dich wieder umziehen müssen, das magst du gar nicht. Ja, komm. Ratet mal, wer es gestern nicht geschafft hat, den Wickeltisch euch zu zeigen. Ja, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ich sehe das eh alles hier gerade ein bisschen lockerer. Ich richte mich sehr, 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 sehr stark nach ihr. Und wenn sie mich braucht, dann kann ich halt nicht filmen. Aber ich bin ja flexibel, ein Glück, und sie schläft gerade und deswegen mache ich das jetzt mal. Hier einmal im Gesamteindruck der Wickeltisch. Der Wickeltisch ist von Comfort Baby, den verlinke ich euch gerne in der Infobox. Die Knöpfe sind von Zara Home. Die Wickelauflage, danach freue mich auch super, super viel immer, ist von Babies Only. Kenne ich nicht die Marke, habe ich
in einem Babygeschäft, in einem Kinder, ach naja, ihr wisst, was ich meine, Geschäft gesehen. Und das gehört nicht dazu, ich brauche das jetzt gerade aber im Blick. Und ja, das ist einmal der Überblick, Wickelheizstrahler. Es war echt so eine 50-50 Sache, ne? Es haben so viele gesagt, ich brauche den nicht. Und die andere Hälfte hat gesagt, ich brauche den auf jeden Fall. Und Leute, ich brauche den auf jeden Fall. Wenn ich das nicht anmache, dann schreit sie wie am Spieß. Und so ist sie super entspannt mit dem Wickelstrahler. Genau, das ist einfach nur Deko. Die ist auch eher für mich als für das Kind. Es hat eher einen optischen Nutzen als einen praktischen Nutzen. Genauso wie hier. Hier habe ich einmal den Eckdatenzug von Little Dutch. Den kann man sich personalisieren lassen bei einem Shop. Mames Shop heißt der. Den verlinke ich euch gerne in der Infobox. Und ja, Kuscheltiere, Zara Home steif. Naja, ich glaube, das interessiert euch eher nicht. Dann habe ich hier einen Korb mit Accessoires. Der Korb an sich ist von Zara Home. Und ja, hier sind Schleifen drin, Haarbänder und so weiter. Und ich habe auf der Wickelauflage immer noch, also die Wickelauflage an sich ist abwischbar. Und dieser Stoffbezug, davon habe ich zwei, den wechsle ich immer, wenn sie drauf gemacht hat oder so. Ansonsten habe ich hier auch immer noch so ein Tuch oben drauf, dass wenn sie spuckt während des Wickelns, dass ich das schnell wechseln kann. An der Seite habe ich griffbereit einmal Wasser, frisches Wasser, das wechsle ich einmal am Tag. Und einmal ein Öl, das ist das Mabienne Baby Bio Mandelöl. Da kommt auch nichts anderes drauf auf die Haut. Ich habe nur noch Wundschutzcreme auf der anderen Seite, das ist hier drin. Das da drin ist auch nochmal die Fernbedienung für den Dyson. Dann, wenn wir das erste Fach aufmachen, ja, eigentlich nur Windeln, Wattepads und Wickelunterlagen, das ist jetzt nicht so interessant. Dann kommen wir hier zu einem interessanteren Fach, und zwar ihre Kleidung. Ich muss alles griffbereit haben. Hier sind ihre Schlafstrampler drin, also ihre Pyjamas. Dann habe ich eine Reihe mit Bodies. Diese Organizer sind übrigens von organizer.de. Das ist eine Instagram-Seite. Die haben auch einen Online-Shop, den verlinke ich euch gerne. Und falls nicht, verlinke ich euch die Instagram-Seite. Hier sind Bodies, und Leute, Wickelbodies sind der Shit. Ich habe nur H&M Wickelbodies. Die sind die praktischsten, weil man nichts über den Kopf ziehen muss, weil sie hasst, das Ding über den Kopf zu ziehen. Hier habe ich Oberteile, aber nicht so viele, und Hosen. Ganz viele Hosen, Strumpfhosen, hier geht es weiter mit Hosen. Und dann habe ich hier ein Fach mit Socken. Hier hinter sind so größere Sachen oder so festlichere Sachen mit Weihnachtskleidung. Und hier sind größere Haarbänder und Mützen, eher so Accessoires. Genau, das ist die Schublade, wo ich am meisten zugreife. Und darunter habe ich eigentlich nur, genau, hier sind so ein bisschen ja, dickere Bodies, auch so besonderere Bodies, würde ich mal sagen. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsoberteil, beziehungsweise mein Lieblingsbody. Ach Quatsch, das sind keine Bodies. Onesies. Lieblings-Onesies. Das ist hier nochmal der Wechselbezug für die Wickelauflage. Und hier sind Pucktücher, und also Spucktücher, und hier sind mehr Tücher. Körbe sind von Zara Home, und diese Dinger sind auch von organizer.de. Die gibt es nämlich in verschiedenen Größen. Nebenan der beste Windeleimer, den es gibt. Es gibt keinen besseren, wirklich. Mir haben so viele gesagt, dass die nur schlechte Erfahrungen gemacht haben. Nicht mit dem, das ist top. Kommen wir nun zu meinem Acryl-Organizer. Bei mir ist immer alles organisiert, Leute. Und das ist ein Organizer von Amazon. Hier packt man die Windel rein, und dann kann man hier immer eine rausziehen. Und hier sind dann die Wattepads, und hier sind Feuchttücher, aber ich benutze eigentlich nie Feuchttücher. Und das habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, woher die Box ist, aber die findet man wahrscheinlich bei ganz vielen Shops. Dann habe ich hier noch eine Bürste und Lilidu Wundschutzcreme. Die habe ich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht verwendet. Einmal oder so. Und dann habe ich hier noch ein Handtuch an so einem Ding dran. Die kann man... Ach, ich weiß gar nicht, woher man die bekommt, aber ich finde die ganz praktisch, weil wenn sie badet und so, dann nehme ich immer hier so ein dickeres Handtuch, um sie einzuwickeln. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nichts geändert an der Wickeltischorganisation, die ich euch vor der Geburt gezeigt habe. Deswegen bin ich ganz froh, dass das so geklappt hat, dass ich direkt starten konnte. Das Einzige, was ich, ja, ich habe ein bisschen in den Kommoden selbst ein bisschen umorganisiert, aber ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem Setup, das ich mir vor der Geburt überlegt habe. Und bevor dieser Vlog irgendwie vielleicht nächsten Tag weitergeht, weil ich es nicht schaffe, würde ich den einfach mal hier beenden. Ich hoffe, es war interessant für euch. Schreibt mir gerne eure Videoideen gerne in die Kommentare. Dann werde ich das versuchen aufzugreifen.
wenn es etwas gibt, was euch akut beschäftigt. Thema Wochenbett, falls ihr da Fragen habt, würde ich das auch gerne mit aufgreifen. Und ansonsten gibt es ja dann das Baby-Update. Ein Monat ist sie jetzt alt. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Hier kommt ihr zu meinen zwei letzten Videos. Hier könnt ihr mich gerne abonnieren. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.